H2 Kultur. Kunst mit Küchle. So sieht ein Star aus. Oh. Hallo. Saskia, hier, Saskia. Zur Kamera. Saskia, Saskia. Schau mal hier. Saskia, die Kamera. Einmal, bitte. Hier, hier, einmal von vorne. Doch Saskia lässt das alles kalt. Sie zeigt uns eisern nur ihre linke Schokoladenseite. Dieses Outfit stammt aus einer anderen Zeit. Es ist nicht mal aus Rembrandts Zeit, dem Barock, sondern aus der Renaissance, rund 100 Jahre früher. Das edle Kostüm gibt Saskia den Hauch einer Adligen. Und ihr zartes Gesicht mit den rosa Wangen leuchtet richtig aus dem dunklen Hintergrund hervor. Ihr Porträt fasziniert die Menschen seit seiner Entstehung 1642. Heute gilt das Gemälde von Saskia van Eulenburg, Rembrandts erster Frau, als Ikone. Aber warum? Eines erkennt man schnell. Dieses Bild ist eben keine x-beliebige Auftragsarbeit. Hier steckt wahre Liebe drin. Dass das nicht kitschig wurde, liegt am gekonnten Spiel mit Nähe und Distanz. Denn auf der einen Seite hat Rembrandt seine Saskia sehr nahbar gemalt. Man meint fast, ihr in die Seele schauen zu können. Elegant und erhaben ist sie, gleichzeitig aber auch bescheiden, fast schüchtern mit diesem nach innen gekehrten Blick. Ich fühle mich sofort mit ihr verbunden. Dabei kann ich die Hälfte von ihr gar nicht sehen. Die liegt nämlich auf der anderen Seite. Weil Rembrandt seine Saskia im Profil dargestellt hat, hat er sie unserem Blick zum Teil entzogen. Das gibt ihr etwas Geheimnisvolles, fast Auratisches, finde ich. Aber da ist noch was. Etwas Wesentliches. Das Entstehungsdatum des Gemäldes. 1633 bis 1642. Rembrandt hat also angefangen, Saskia zu malen, als ihre Liebe noch ganz jung war. Zu Ende gebracht hat Rembrandt das Gemälde aber erst kurz nach Saskias Tod. Da war sie nicht mal 30. Saskias Porträt war ursprünglich ein intimes Andachtsbild, nur für Rembrandt selbst. Vermutlich hat er darum versucht, Saskia und seiner Liebe zu ihr in allen Facetten gerecht zu werden. Zum Glück kam das Bild später in die Kasseler Sammlung. Denn so lässt uns heute Saskias fein gemaltes Profil ganz einfach begreifen, wie echte Liebe sich über die Jahre wandeln und sogar den Tod überdauern kann. Zeitloser geht es kaum.